Hallo, und da war die Gap. Ja, neues Video, mal wieder aus Deutschland. Ja, ich hatte ja Feiertage in Deutschland. Alle Geschäfte sind zu. Aber eins hat gut hier. In Heppenheim ist überall was los am Feiertag. Ja. Und hier sind wir bei der Feuerwehr. Und mal gucken, was hier alles so ist. Ja, ob da auch einen Bierstand gibt. Ja, Vorführung. Ja, alles voller Feuerwehrautos. Ja, und Wasser am Arsch, hier war ich ja schon gewesen, auf eine Feier. Da war es da oben am Brennen. Ach, heute brennt es da oben wieder. Und man macht eine Rettungsaktion. Die Lande Hoffen hat aktuell den Vorteil, dass wir redundant ausgestattet sind. Ja, schön altes Feuerwehrauto. Wir fahren in Heppenheim aktuell zwei Drehleitern, weil das große Fahrzeug zu schwer ist, um sich im Bereich der keiner oben am Hilfeschrein aufzubauen. Da ist ein Bach unten drunter und der Untergrund ist nicht so ausgelegt, dass wir das große Fahrzeug abstützen können. Von daher brauchen wir noch diese kleine Drehleiter. Keine Rauchvergiftung da oben. Wenn wir anfangen, wenn sowas passieren würde, hätte er natürlich auf dem Fahrzeug gesehen von hier unten auch normale Leitern verlassen, mit denen wir die Kollegen runterholen können. Aber wir wollten ihnen eine Drehleiter vorführen, von daher dauert es kurz eine Minute, bis wir die alte Drehleiter. Ja, die neue geht nicht. Die Stellung gebracht haben. Ja, wie die Feuerwehr arbeitet. Das brauchen wir uns, glaube ich, nicht anzugucken. Aber letztes Mal, wo ich hier war, ich weiß gar nicht, was für ein Tag, ob das Vatertag war, da spielte er eine Kapelle. Es gab Grillfleisch und Bratwürste. Und heute soll er auch irgendwas geben. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Ja, 15 Minuten brauchen wir, um die Leiter, die kleine Leiter in Stellung zu bringen. Am Fenster, der hat schon eine Rauchvergiftung nach 15 Minuten. Ja, bis sie kommen, die kleine, die große Leiter, hat der da oben schon eine Rauchvergiftung. Da wäre ich schon aus dem Fenster gesprungen. Da wäre jetzt eine bessere Leiter hingestellt, dass er runterkommt. Ja, oder ein Luftsack. Trampo. Ja, und hier ist der Nachwuchs. Ja. Mit die Leiter kommen sie aber nicht bis zum Brandherd hin. Und geht ihr auch gleich da alle hoch? Die Leiter? Nicht? Ja, jetzt geht die wieder. Ja. Ja, der Patient da oben, der müsste schon sein. Der Rauch hat sich verzogen. Sollten Sie mal ein hübsches Mädchen hinstellen, dann werden Sie schneller. Der steht ja da vorne. Wir bringen jetzt eine sogenannte vierteilige Schrittleiter in Position. Thank you.
Ja, noch einen alten VW-Bulli. Mit der vierteiligen Steckleiter. Feuerwehrmuseum, ne? Und maximal 6 Meter. Also sprich, wir kommen ohne Probleme hier ins erste OP. Je nach Bauart kann man... Kein Problem. Ansonsten hätten wir hier noch eine tragbare Schiebleiter, eine dreiteilige Schiebleiter. Ja. Von 53 ist der. Ja, um Rettung werden wir uns nicht kümmern. Mal gucken, ob es hier was zu trinken gibt. Biertische sind da. Bonkasse. Pommes. Ja, was gibt's denn hier? Was? Bier, alkoholfrei. Cola, Bratwurst, Rindswurst, Grillwurst, Pommes 3 Euro. Nein, Zitronen, Limonade, Orangenlimonade oder ja, gehen wir mal weiter. Ja, und die Feuerwehrkapelle stimmt sich ein. Ja, ich hätte ein hübsches Mädchen da oben am Fenster gestellt, nicht in eine Kapelle. Ja. Bratwurst und Grillfleisch. Ja, schauen wir mal, was hier alles so gibt. Feuerwehrschläuche auch. Ja, man steht hier Schlange. Schlange bei der Bratwurst. Ja, alle voll im Stress. Ja. Ja, Leute, dann verabschiede ich mich mal von... Hallo Leute, dann verabschiede ich mich mal von euch.
werde mich hier ein bisschen beisetzen, ein bisschen Vergnügen mit Pauke und Trompete, mit Bratwurst und Grillfleisch und noch ein schönes Bier dabei. Ja, und wenn euch gefällt, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal, es kostet nichts. Tschüss, bis zum nächsten Video.